Hallo zusammen, heute mache ich wieder die Doka weiter und zwar möchte ich Zahnriemen wechseln. Ich habe davon keine Ahnung, aber jeder von uns hat einen Freund, der Ahnung hat, der Zahnriemen wechseln kann. Und weil man das nicht ausnutzen möchte und ihn auch glücklich machen möchte, klar, am besten ist, man fragt ihn gar nicht, aber ich bereite jetzt so gut vor, dass er nur noch kommen muss, wechseln, fertig. Dann sind wir durch. Er hat nicht viel und ich habe ihm vieles abgenommen. So, fangen wir an. Als allererstes soll man das Masseband abnehmen. Ich weiß gar nicht warum. Schreibt es mal in die Kommentare, warum das so ist. Dann sollte man eigentlich auch die Serviceklappe demontieren. Muss ich hier bei meiner Doka nicht. Ich habe so eine riesige Serviceklappe. Die ist perfekt. Den Kühlwasserbehälter abzuschrauben ist natürlich trotzdem Pflicht. Sonst kommt man da nicht dran. Da meine Kinder immer in der Garage mithelfen und immer wieder dabei sind, bin ich gezwungen, auch die Schrauben, die ich irgendwo abschraube, so wie bei dem Behälter, wieder reinzuschrauben. Sonst gehen die auf jeden Fall verloren. Die ist an einer Schraube fest. Seht ihr das? Ja. Dann los, abmachen. Wir haben auch gemerkt, dass die Hupe ohne Funktion ist. Und solange die ich hinten für den Zahnriemen vorbereitet habe, haben die Kinder die Aufgabe gehabt, die Hupe auszubauen und die Kontakte zu putzen. Auch in dem Wissen, dass man das auch im eingebauten Zustand machen kann, habe ich die das ausbauen lassen. Oh, wir schocken. Ja, jetzt ist es drin. Super. Ich widme mich jetzt der oberen Zahnriemenabdeckung. Das sind nur ein paar Clips und eine Schraube. Kinder wollten unbedingt lernen, was man mit der Abisolierzange alles machen kann. Der Vorteil ist, dass man das nur einem beibringen muss. Super. Also, jetzt ziehst du das hier raus. Ja. Oh, geschafft. So, jetzt erstmal den ersten Gang einlegen, dann kann ich weitermachen. Den Endtopf habe ich schon ausgebaut, ist nicht immer nötig, aber habe ich in diesem Fall gemacht. Bis hierhin hat alles gut geklappt und ich muss sagen, zwei Schrauben musste ich leider wirklich so eine Vielzahnnuss nehmen, die da reinhämmern und konnte das dann erst abmachen. Bei zwei Schrauben, aber ansonsten war wirklich alles super dafür, dass der schon so lange steht und so alt ist. Aber ja, es gibt halt auch solche Sachen, ne? So, es ging richtig schnell. Es gab keine Probleme so wirklich. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Innerhalb einer halben Stunde oder so, dreiviertel Stunde. Bei so einer Vorbereitung wird sich, glaube ich, jeder Freund freuen, wenn er kommt. Und dann muss er nur noch Zahnriemenwechsel machen, eine halbe Stunde, schätze ich jetzt. Und dann ist gut. Der Zahnriemen ist gewechselt. Das sieht man jetzt auch nicht, da ich wieder alles zusammengebaut habe. Ich wurde schon vorher angeschrieben, ob ich nicht den Zahnriemenwechsel selber filmen kann. Aber da ich das nicht alleine machen kann und nicht jeder vor der Kamera stehen möchte, muss so ein Video reichen. Aber es sieht gut aus. Wir haben ihn schon gestartet, auch ein bisschen rumgefahren schon im Garten. Alles funktioniert. Es hat geklappt. Motor ist nicht kaputt gegangen dabei. Ich habe was gesehen. Ich wollte jetzt den Endtopf anbringen. Schaut mal her. Ist das TÜV-relevant? Da ist so ein fettes Loch. Hier. Das ist auch so lose. Ich weiß es nicht. Irgendwie hält das auch nicht mehr so gut. Was denkt ihr? Ich mache natürlich Spaß. Ich habe schon einen Karton bekommen mit den Sachen, die mir fehlen. So, ihr seid mal live dabei, was ich alles so bestellt habe. Als erstes das Rohr einmal in schön, in vernünftig und in, ja, ohne Loch. Dann habe ich mir jetzt doch noch ein Radlauf in neu gekauft, in sehr guter Qualität. Ich bin richtig gespannt, wie ich das anbringen werde. Hier, so sieht meins jetzt aus. Das ist auch schon ein bisschen lose. Ah. Als nächstes die B-Säule, die habe ich mir auch schon geholt, die sieht nicht schön aus bei mir. Und als letztes Dichtungspaket
für den Auspuff. Das gibt's doch nicht. Boah, ich hab nur Pech heute. Schaut mal hier. Rausgebrochen. Die Schraube, oh nee, ist komplett ausgebrochen. Dann dachte ich, okay, gut, dann wechsle ich das hier komplett. Auch, die Schraube ist auch raus. Ich hab nur Pech. Boah, ist echt schlimm. Wenn jetzt alles so rausbricht, kann ich ja gleich den ganzen Motor überarbeiten. Ja, keine Ahnung. Also das... Ich bin auch wahrscheinlich nicht gut vorgegangen. Ich habe es nicht heiß gemacht, nichts, einfach versucht. Ich glaube, das war mein größter Fehler. Mann. Das nervt echt. Was das jetzt an Arbeit kosten wird. Oh, wie ich noch versucht habe, so ganz schnell so mal das Rohr zu wechseln. Plug and play, haben die gesagt. Plug and play. Ich wollte nur das Ding austauschen. Nur das Ding. Vier einzelne Schrauben. Dichtung. Fertig. Ihr könnt ja unten hinschreiben, was ihr mir raten würdet. Ich hoffe, einer sagt jetzt so, oh, kein Problem, kannst du das und das machen. 5 Minuten Arbeit, fertig. Glaube ich im Leben nicht. Marcel, Nico hier. Du, ich habe so ein Problem gemacht. Ne? So ein Blödsinn. Ich wollte einen Auspuff tauschen bei meinem Doka. Bei dem CS-Motor. Und dann ist mir eine Schraube dann, also nicht eine, also gleich sofort die erste, weil die sind so zugebacken, halt so alt auch, ne? Wahrscheinlich noch nie getauscht worden. Da ist auch so ein fettes Loch gewesen und immer wieder mal dran geschweißt, rübergeschweißt worden, sieht man auch. So wollte ich tauschen, ist jetzt eine Schraube komplett abgerissen. Das heißt, der Abgaskrümmer oder so ist jetzt dadurch quasi defekt, weil eine Schraube fehlt. Ich dachte, na toll, jetzt muss ich den Abgaskrümmer auch tauschen. Versuche ich den Abgaskrümmer einfach abzumachen, dachte ich, versuche ich mal. Ist diese Schraube jetzt auch abgerissen? Eine. Auch die erste sofort. Ich bin so sauer auf mich, ne? Ich habe mir jetzt einfach so 500 Euro Schaden reingemacht, ne? Mann. Hi Nico, schick mir doch bitte mal ein Foto von dem, das sind keine Schrauben, das sind Stehbolzen am Zylinderkopf. Schick mir ein Foto, ein anständiges Foto, wo man es auch gut erkennt, wo genau der Stehbolzen abgerissen ist und wie tief der abgerissen ist. Ich denke, also ich habe das ja auch, bei dem T4 sind einige abgerissen. Man kriegt die teilweise ganz gut raus mit ein paar Tricks. Schick mir mal ein Bild und dann sage ich dir später schon, wie das geht.